Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Pop-up-Buchkarte. Habe ich mal wieder, ja, wie soll es anders sein, Leute, bei Pinterest gesehen. Und da wurde ich dann weitergeleitet zu YouTube und dann habe ich von, ich weiß nicht, wie sie heißt, Split Coast Stamper oder sowas, habe ich eine Anleitung gesehen. Es gibt unterschiedliche Anleitungen. Es gibt auch eine von Dawn's Stamping Thoughts und so, aber die hat mir jetzt von der Größe her irgendwie am besten gefallen, damit dieser Pop-up-Bucheffekt auch vernünftig zur Geltung kommt. Deswegen habe ich das genommen. Ich zeige euch mal eben die Karte, damit ihr wisst, worum es geht. Es ist dieses kleine Kärtchen hier. Es ist relativ groß. Es ist 6x6 Inch. Ich habe das hier vorne dekoriert mit den Stempeln von My Favorite Things. Das sind so kleine Hündchen. Die finden sich auch gleich im Innenbereich wieder. Die Stanzen sind von, oh, wie heißt denn das jetzt hier? Kreativdepot. Das ist so eine neue, ja, so eine neue schöne Kreisstanze. Die bringen ja immer zu Weihnachten eine Kreisstanze raus. Und die von vor 2 Jahren, da fragt ihr heute noch, woher ich die habe. Und ich denke, komm ey, bevor die weg ist, weil da alle drauf geiern, habe ich mir eine bestellt. Und ja, was soll ich sagen? Momentan sind sie auch nicht mehr vorrätig. Aber ich würde auf jeden Fall, falls ihr euch dafür interessiert, immer mal wieder aktualisieren und gucken, wann es denn soweit ist. Die Häuserstanze hier unten ist auch von Kreativdepot. Die habe ich mit weißem Cardstock ausgestanzt und dann zusätzlich nochmal hier ja, das Ganze in Gold ausgestanzt und dann so ineinander gesetzt. Das war ganz schön Arbeit. Sieht nicht danach aus, war es aber. Also ich habe bestimmt 15 Minuten allein an diesen Stanzen rumgefummelt, weil der Glitzerkarton lässt sich auch nicht so leicht stanzen. Also musste ich alles mit dem Cuttermesser nochmal nachschneiden. Ey Leute, ich sag euch, das war richtig Spaß hier. Das Designpapier ist von Be My Beer und ja, ich habe nochmal bestellt, was soll ich sagen, weil ich habe da noch das ein oder andere Stempelchen entdeckt, was ich unbedingt haben musste und ja, deswegen, dann ist dann auch noch zufälligerweise Papier in meinen Einkaufswagen geflogen und das ist halt heute zum Einsatz gekommen. Ich finde, das sieht aus wie Schneeflocken und die Farbe gefällt mir halt sehr gut. Aber jetzt mal zum Innenbereich. Also, das Ganze klappen wir auf und wir haben hier so eine Art Buch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video so cool erkennen kann, aber es sieht von vorne halt aus wie ein Buch, was aufgeklappt wird, um eine Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt hier, ja, ist relativ schlicht gehalten, ich habe hier noch einen kleinen Bereich zum etwas Hinschreiben kreiert. Dann habe ich zuckersüßes Weihnachtsglück dahin gestempelt. Und auf der anderen Seite haben wir dann die restlichen Hunde. Einer fehlt, ich weiß aber nicht, den habe ich zwar koloriert, aber irgendwie ist der verschollen. Deswegen sind es nur 3 geworden, aber es wäre auch sehr eng geworden, wenn der jetzt auch noch mit hätte drauf gemusst. Den Hintergrund habe ich embossed mit einem Embossing-Folder, wo ich leider nicht mehr weiß, wo ich den her habe. Ich glaube, den habe ich mal irgendwann in Holland geschnappert für 50 Cent. Da war ich hier in Venlo in diesem Laden. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist so ein ganz großer Scrapbook-Laden. Bin ich extra nach Venlo für gefahren, um festzustellen, dass der nicht in Venlo selber ist, sondern nochmal ein bisschen außerhalb. Ja, war richtig schön, aber es ist auch schon 3 Jahre her, meine ich. Deswegen kann ich euch leider nicht sagen, von was der ist. Ja, so, jetzt reicht's auch. Ich zeige euch jetzt mal eben, was wir dafür brauchen und dann starten wir auch schon. Für das Grundgerüst unserer Karte brauchen wir diese Teile. Ich habe mir ein 12x12 Designpapier zurechtgeschnitten und zwar habe ich das einmal in der Mitte geteilt bei 6 Inch und das andere Teil habe ich mir noch einen Ticken gekürzt auf 5/7/8 Inch. Für den Innenbereich habe ich mir 2 kleine weiße Teile zurechtgeschnitten, dann etwas Goldenes, was ich da drüber legen kann, 2 kleine Fitzel und nochmal was, wo dann später was draufgestempelt wird bzw. was draufgeschrieben werden kann. Die Maßangaben findet ihr alle unten in der Infobox. Ich mache das jetzt mit Inch, die Zentimeterangaben stehen da aber auch. Ich würde sagen, wir starten direkt und ich krame jetzt erstmal mein Falzbrett hervor. So, ich habe jetzt hier meine Usselsmatte rausgekramt und ich schnappe mir das etwas schmalere Stück, was wir uns zurechtgeschnitten haben, denn hier müssen wir uns eben etwas anzeichnen bzw. einschneiden. Es ist aber relativ flott gemacht. Also ich lege das Ganze einmal längs vor mich hin und ich messe jetzt von oben und von, ach warte mal, ich brauche gar keinen. Und ich messe jetzt an der kurzen Seite jeweils links und rechts 1 Inch ab. Also einmal hier unten auch. Da setze ich mir jetzt einfach eine Markierung. Weil ich das ja auf 5/7/8 getrimmt habe, schiebe ich mir das jetzt mal eben hier rüber an die 6, damit ich auch wirklich einen akkuraten Inch abmesse. Einmal so. Diese beiden Striche verbinde ich jetzt auch. Ich mache das übrigens alles schön auf der Rückseite, damit man es später nicht sehen kann.
Einmal hier. Jetzt habe ich mir hier einmal zwei Linien gezogen mit einem Inch Abstand. Jetzt drehe ich das Ganze, dass es so vor mir liegt. Und jetzt messe ich von der linken Seite 2 Inch ab. Das gleiche wiederhole ich auch hier unten. Und auf der gegenüberliegenden Seite mache ich genau das gleiche. Und diese beiden Linien zwischen den Markierungspunkten, die müssen wir uns jetzt eben einschneiden. Ich nehme jetzt hierfür ein ganz effes Cuttermesser zur Hand. Mein 1 € Teddy-Cuttermesser. Ihr könnt das natürlich auch mit eurem Schneidebrett machen, aber ich mache sowas immer lieber mit der Hand. Ich vertraue dem Schneidbrett da nicht so hundertprozentig. So, und dann sieht das Ganze einmal so aus. Das war es auch schon mit der Schnibbelei, glaube ich, ohne Gewehr. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jetzt nehme ich mir mein Falzbrett zur Hand. Und ich starte einmal mit dem anderen Teil, also ich lege das mit der langen Seite oben an und falze das einmal in der Mitte und zwar bei 6 Inch. Dann nehme ich mir das zurechtgeschnittene zur Hand, lege das auch mit der langen Seite hier oben an und lege das so vor mich hin, dass mich die Blanko-Seite anguckt. Und jetzt starte ich. Wir falzen einmal bei 4 Inch und einmal bei 8 Inch, allerdings nur bis zu dem Schnitt, den wir gerade gemacht haben. Also nur auf diesem 1 Inch Stück, was wir hier oben abgemessen haben. Einmal bei 4 und einmal bei 8. Drehe ich das Ganze, mache das gleiche nochmal, auch nur auf diesem kleinen Balken. Bei 4 und bei 8. Und als nächstes falzen wir jetzt nur im mittleren Bereich, einmal bei 2, bei 6 und bei 10 Inch. Das ist ganz praktisch, wenn wir uns das jetzt hier auch angemessen haben, weil ansonsten mitten auf dem Papier anfangen zu falzen, ist natürlich auch so eine Art Glücksspiel, die richtige Rille zu treffen. Aber so wissen wir auf jeden Fall, wo die ist, außer jetzt hier. Aber da muss ich jetzt, seht ihr? Ich fahre jetzt hier oben ganz vorsichtig und in der Mitte fange ich an zu drücken und ziehe es hier einmal runter. Also den Strich hier oben, den sehe nur ich, hoffentlich. Das gleiche auch nochmal hier hinten bei 10 Inch. So, dann drehen wir das Ganze einmal um. Und wir falzen hier oben auf diesen 1-Inch-Stücken bei 6 Inch, auch nur bis zu dem Schnitt. So. Und auf dem Mittelbereich falzen wir einmal bei 2 3/4. Das wäre hier. Und bei 9 1/4. Also ihr seht, ich fahre hier ganz vorsichtig über die Rille hier oben, damit ich hier durchdrücken kann in dem Bereich. So, und das war's auch schon. Das sieht komplizierter aus, als das es eigentlich ist. Ich nehme mir jetzt mein Falzbein zur Hand. Wie ihr jetzt falzen müsst, das könnt ihr ganz leicht erkennen. Ihr habt immer, wenn ihr gefalzt habt, auf der einen Seite so ein Bubbel und auf der anderen Seite eine Rille. So, wenn ich den Bubbel vor mir liegen habe, weiß ich, ich kann das Ganze nach links knicken. Und dann müsst ihr halt gucken, habe ich hier einen Bubbel oder nicht, ne? Also ich starte jetzt hier einfach mal bei den schön vorsichtig bei allen Elementen die nach oben zeigen. Das gleiche auch nochmal hier. Ja, das ist jetzt schwierig zu sehen. Das wird für euch natürlich jetzt das absolute Kuddelmuddel sein. Dann drehe ich das um und habe jetzt nur noch die hier übrig. Und auch die kann ich jetzt so hochklappen. Wenn ihr das vor euch liegen habt, ist es um einiges einfacher. Und jetzt seht ihr, das Ganze faltet sich schon mehr oder weniger zusammen. So liegt das Ganze jetzt schon vor euch, wenn ihr das vorgefalzt habt. Und jetzt klappe ich das einfach einmal so zu. Und dann sieht das so aus. Und jetzt kann ich hier anfangen, mit dem Falzbein nochmal ordentlich drüber zu fahren. Was ich jetzt noch mache, oh, hier ist irgendwo Kleber. Was ich jetzt noch mache, ich nehme jetzt nochmal die Schneidematte zur Hand. Und ich schneide mir hier an den, also einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite,
ein 1/16 Inch weg. Ein 1/16 ist, wenn ihr jetzt hier diese Skalierung habt, immer der erste Nöppel, also der erste Mini-Nöppel. Wenn ihr sowas auf eurem Lineal nicht habt, wie zum Beispiel bei dem hier, da habe ich nur so große, insgesamt 8 Stück, dann ist das so ein kleiner vor dem ersten. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt meistens bei den günstigen Linealen einfach nur so angezeichnet, aber dann wisst ihr, die 1/16 liegen immer zwischen den kleinen Pönöppelchen. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner, minimaler Cut, den wir da machen. Das ist auch nicht zwingend notwendig, aber ich finde es halt irgendwie schön. Seht ihr gleich, wenn wir das auf die Karte kleben. So, das schneide ich mir jetzt hier einfach einmal weg. Bevor wir jetzt die komplette Karte zusammenkleben, dekoriere ich mir hier erstmal den Innenbereich. Das ist einfacher, wenn ihr das jetzt macht. Das müsst ihr nicht, aber ich finde es halt irgendwie einfacher. Jetzt kommen diese Dinger hier zum Einsatz, die ich mir schon zurechtgeschnitten habe. So, ich starte mit den weißen Elementen. Die kommen hier auf unsere quasi Buchseite. Und die zwei kleinen Dinger kommen hier an die Seite. Bevor ich das Ganze festklebe, schwärze ich mir das eben mal schnell schwarz ein. Ja, ich sollte auch langsam mal ein neues Restpapier verwenden, wenn das so richtig mit dem Edding schwarz gemalt ist. Ihr seht, ich mache das sehr oft. Dann fängt das irgendwann an abzufärben. Obwohl Edding ja permanent ist, aber wenn man so viel Edding übereinander geschichtet hat, habe ich das Gefühl, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so permanent ist. Und gerade wenn man mit weißem Designpapier oder weißem Cardstock arbeitet, ist das sehr ärgerlich. Ich klebe jetzt diese goldenen Elemente auf die weißen Elemente. Und ich sehe gerade, das ist ein bisschen zu groß geschnitten. Naja, ist auch egal. Also bevor ich das allerdings festklebe, habe ich mir einen Embossing-Folder rausgesucht. Ich kann euch leider nicht sagen, von was der ist, falls den irgendjemand erkennt. Vielleicht kann man das unten in die Kommentare schreiben. Denn ich möchte dieses Glitzerpapier embossen, damit ich hier oben ein bisschen was Weihnachtliches habe. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht wirklich erkennen können, aber ich erkenne das sehr gut. Also wenn es vor einem liegt, dann erkennt man das sehr gut. Auf der Rückseite natürlich umso mehr, ne? So, und jetzt klebe ich das Ganze hier einmal fest. Das sieht jetzt so aus. Das hier können wir auch bereits auf die Karte kleben und dann kümmern wir uns um den kleinen Zwuckel hier. Als nächstes stempel ich, hier seht ihr übrigens, was ich meine mit der Edding, der färbt dann irgendwann ab. Als nächstes stempel ich hier einen kleinen Weihnachtsspruch drauf und ich nehme jetzt hier das Set vom Kreativdepot. Also hier steht jetzt Xmas klassisch, ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch das Richtige ist, weil manchmal vertausche ich gerne mal die Hüllen, aber das ist von diesen neuen geschwungenen Grüßen irgendwas Weihnachtliches. Ich nehme zuckersüßes Weihnachtsglück. Ich nehme bei Sprüchen immer gern mein Misti zur Hand, weil ich immer Angst habe, dass es nicht vernünftig stempelt beim ersten Mal. Und mit dem Misti kann man dann immer noch mal drüber stempeln. Das platziere ich jetzt hier relativ weit oben, damit man unten drunter noch die Möglichkeit hat, ein bisschen was zu schreiben. Einmal so. Und stempeln. Ich freue mich schon so darauf, diesen Stempel hier oben zu verwenden. Ne? Wie versprochen nichts. Ich bin leider nur noch nicht in die Gelegenheit gekommen. Aber irgendwann bietet sich das an. So. Und das klebe ich jetzt hier einmal mittig auf die linke Seite. Ich nehme hierfür auch doppelseitiges Klebeband. In letzter Zeit arbeite ich viel mit diesem Kleber vom Action, den ich mir in dieses kleine Fläschchen da gefüllt habe. Ich habe allerdings bemerkt, dass je nachdem, wenn ich was gestempelt habe, wenn ich jetzt hier auf der Seite den Kleber anbringen würde, verläuft mir komischerweise der Stempelabdruck. Also es ist jetzt nicht so der Hipster-Kleber, möchte ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber der klebt halt gut. Manchmal muss man Abstriche machen, ne? So, also deswegen lieber doppelseitiges Klebeband. Jetzt muss ich diese Seite hier noch dekorieren und ich habe mich
für diese kleinen Hunde entschieden. Das sind die kleinen neuen Hunde von My Favorite Things. Die stempel ich mir jetzt eben auf weißes Papier und koloriere die und dann sehen wir uns gleich wieder. So, alles Klärchen. Das sind die drei Hunde, die ich jetzt koloriert habe mit den, wie heißt das hier? Nicht Polychromos, sondern die anderen Dinger. Na, ihr wisst ja, diese anderen Buntstifte halt. Mit denen komme ich wirklich, also es macht richtig Spaß. So, und die drapiere ich mir jetzt hier irgendwie auf der Seite. Ich achte darauf, dass die nicht über die Kanten gucken, also nicht über die Falzlinien, weil ansonsten knickt euch ständig die Schnauze weg oder oder das Schwänzle oder so. Also es sollte schon ungefähr so kleben. Ja, ich denke, dass ich die so ungefähr arrangiere. Vielleicht setze ich den auch so ein bisschen nach hinten. Ja. So, und so mit dem Hintergrund wirkt das jetzt, wenn ich da drauf gucke, besonders cool. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen, ihr erkennt jetzt nur Glitzer. Aber es hat einen sehr coolen Effekt. So, ich klebe die jetzt mal eben fest. Und zwar nicht mit dem Actionkleber, ich kann es nur wiederholen. Falls ihr den zu Hause haben solltet, dann versaut ihr euch den kompletten Stempelabdruck. So, ich nehme jetzt hier einfach mal einen Tombow. Könnt aber auch jeden anderen Kleber nehmen. So, und fertig ist mein Innenbereich. Jetzt können wir anfangen, das Ganze auf unsere andere präparierte Kartenseite zu kleben. Die nehme ich mir jetzt auch mal eben und knicke die in der Mitte durch. Also ich klebe das Ganze jetzt auf die Blankoseite, damit mein Kartenrolling an sich auch farbig von außen ist. Und jetzt seht ihr auch, warum wir hier links und rechts an der Seite ein bisschen was weggenommen haben, damit wir hier oben und unten den gleichen Abstand haben. Also es sieht einfach was hübscher aus. Ich glaube, ich umfahre das aber noch eben mit einem schwarzen Edding. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Ich starte jetzt hier mit dieser linken Seite und ich bringe Flüssigkleber auf. Und zwar hier vorne auf diesen Bereich und auf diesen kleinen Balken, aber nur bis zur Falzlinie. Nicht weiter. Damit ihr das auch wirklich schön gerade hinklebt. Meine Variante. Ich lege das jetzt so vor mich hin und orientiere mich an der mittleren Falzlinie. Ich achte also darauf, ich lege das jetzt hier ein bisschen platt, da wo der Kleber dran ist, das halte ich hoch. Und ich achte jetzt darauf, dass die Falzlinie von dem Designpapier mit der unteren Falzlinie übereinander liegt. Und dann gucke ich, dass der weiße Rand hier ungefähr gleich groß ist wie der weiße Rand auf der anderen Seite. Ansonsten orientiere ich mich wirklich nur an dieser Linie, an der Falzlinie. Einmal so. Und dann lasse ich das Ganze fallen. Und wenn wir richtig geschnitten haben, also nicht schief und so, dann sollte das da hinten drauf passen. Und es sieht ganz gut aus. So, hier einmal feste drücken. So, die andere Seite ist ganz easy peasy. Wir klappen das Ganze hier einmal um. Und ich bringe auch wieder Kleber an. Und zwar nur auf diesen Bereich hier. Einmal an der Seite. Immer nur bis zu den Falzlinien. Das klappe ich jetzt einfach um. So, das Ganze jetzt aufklappen. Dann poppt hier dieses Büchlein auf. Oh, das hier unten, das muss allerdings nach oben. So. Also, so wird die zusammengeklappt. Achtet auch immer schön darauf, dass wenn ihr das zusammenklappt, hier vorne die Kanten oder die Spitzen nach vorne zeigen, dann ist das auch ein richtig hübsches Büchlein, wenn man es aufmacht. Ansonsten kann es sein, dass die so ein bisschen nach innen geht, aber ist jetzt nicht weiter wild, man erkennt es trotzdem. Aber wenn ihr das schon so zusammenklappt, dann sieht es hübscher aus, wenn man es aufklappt. Seht ihr? Jetzt seht ihr das, dass es sich automatisch nach innen klappt. Also einfach so. So, jetzt müssen wir noch die Außenseite dekorieren. Und hierfür habe ich mir ein bisschen was zurechtgesucht. Und zwar habe ich noch einen kleinen Dackel, weil ich den Dackel einfach toll finde. Und ich benutze diese Stanzen hier. Das ist einmal so eine kleine Häuserstanze und eine Sternenkreisstanze. Hier möchte ich noch irgendwas reinstempeln. Ich weiß allerdings noch nicht was, aber ich denke, ich nehme das gleiche Set wie das, was ich gerade benutzt habe. Und dann kommt der hier irgendwie so hin. Und da probiere ich jetzt mal ein bisschen rum.
Fertig ist meine Karte. Wie ihr seht, ist sie relativ schlicht. Relativ schlicht vom Aussehen her, aber der Aufwand, der war schon ordentlich, weil dieses Glitzerpapier, lässt sich nicht gut stanzen. Also generell nicht. Und ja, so ein Sternding erst recht nicht. Also ich musste jeden einzelnen Futtel-Innenbereich mit dem Cuttermesser nochmal nachschneiden, sonst hätte ich mir das ganze Ding zerfetzt. Und es war schon etwas Arbeit. Hier unten bei der Stanze ging es einfacher. Ich habe zusätzlich nochmal alles in Gold gestanzt und dann die Lücken gefüllt, damit der Sternenglanz von diesem Kranz auch unten in den Häuschen zu sehen ist. Weil mein Spruch ist, fröhliche Weihnachten überall. Und dann habe ich gedacht, findet sich das wieder. Wahrscheinlich sehe auch nur ich diesen Zusammenhang, aber ich muss die Karte ja auch verschenken. Hier vorne noch der Hund, genau, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Und wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier ein kleines Büchlein drin. Also wenn man so guckt, glaube ich, seht, könnt ihr auch erkennen, wie der Hintergrund hier ist. Also es ist schon sehr geil. Wenn man es so hinlege, sieht es wahrscheinlich nur so aus, als wäre es goldenes Glitzerpapier. Aber ist ja auch egal, das kann ja jeder gestalten, wie er möchte. Ja, das war es auch schon. Die ganzen Produkte, die ich verwendet habe, die schreibe ich euch unten in die Infobox. Die Stanzen sind von Kreativdepot. Allerdings, ich verlinke die auch über Kreativdepot, weil wenn man einmal Stanzen kauft, dann ne, kauft man Stanzen. Momentan hat aber Kreativbund auch auf das ein oder andere Kreativdepot-Produkt Prozente. Also falls euch da irgendwas interessiert, guckt auch auf jeden Fall nochmal da, Preisvergleich und so, ne? Ja, ansonsten die ganzen Zentimeterangaben, Inchangaben, alles, was ihr für diese Karte braucht, findet ihr auch unten in der Infobox. Und das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!